Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr Dachfenster in den Sims 4 bauen könnt. Und zwar genauer gesagt diese spezifischen Dachfenster. Also Dachfenster, die geschlossen sind und von halt anderem Dach umgeben sind, wie das jetzt hier der Fall ist. Wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, einfach wie man ein Dach an sich platziert in den Sims 4. Also wenn ihr jetzt hier mit den Sachen, die wir hier als Option an Steuerung im Dach haben, noch nicht so vertraut seid, wenn ihr damit noch Schwierigkeiten habt. Ich habe ein komplett eigenes Tutorial nur zu den Dächern in Sims 4 gemacht. Das würde ich mir, falls ihr noch so ein bisschen neu seid im Bauen, vielleicht zuerst anschauen, einfach damit ihr so die Basics schon mal gesehen habt, bevor ihr jetzt hier die Sachen seht, die schon so ein bisschen spezifischer sind und darauf aufbauen. Genau, ich verlinke euch das Dachtutorial hier in der rechten oberen Ecke, genauso ein allgemeines Baututorial, wo ich so ein paar andere Basics nochmal schaue, falls ihr das zuerst anschauen möchtet. Genau, aber heute zeige ich euch, wie man diese Art von Dachfenster erstellt. In den nächsten Wochen werden auch noch mehr Tutorials kommen, die eine andere Art von Dachfenster noch zeigen. Also zum Beispiel, wenn diese Fenster dann offen sind. Im Moment sind sie ja geschlossen. Und genau, ich zeige euch das jetzt einmal, indem ich das hier daneben nochmal nachbaue. Und dafür brauchen wir natürlich zunächst mal ein Haus. Für das, was ich jetzt hier mache, ist es einfach, mit einer Form anzufangen, die durch drei teilbar ist. Geht auch anders, aber es ist am Anfang ein bisschen leichter. Deswegen platziere ich jetzt hier mal ein Haus, was dreimal drei Kästchen weit ist. Und dann könnt ihr das so lang machen, wie ihr möchtet. Genau. Dann ein Stockwerk oben drüber platziere ich jetzt ein weiteres Stockwerk in der Mitte davon, was dann auch nochmal drei Kästchen breit ist. So, das ist mein Grundgerüst für mein Haus. Also ihr seht hier, ich habe ein weiteres Stockwerk. Da kann man dann zum Beispiel auch so am Dachgiebel reinbauen. Da habe ich auch mal ein Tutorial zu gemacht. Das verlinke ich euch auch mal in der rechten oberen Ecke. Und hier diesen Teil braucht ihr aber eigentlich eher für das Dachelement, was hier über dem Glasfenster drüber ist. Und ich könnte das auch jetzt mit einer anderen Verteilung an Kästchen bauen. Also ich könnte das jetzt auch bauen, wenn ich das hier ein bisschen weitermachen würde und das hier ein bisschen weitermachen würde. Das Wichtige ist vor allem, dass ich hier diese beiden Stockwerke habe. Ich zeige es euch jetzt aber mit diesem drei Kästchen hier, drei Kästchen hier, drei Kästchen hier, weil es für den Anfang einfacher ist. Und zwar, weil, wenn ihr jetzt hier ein Dach platziert, hat das hier schon genau die richtige Höhe. Wenn ich jetzt hier den Teil ein bisschen weiter mache, seht ihr hier, müsste ich das hier von der Höhe gerade noch anpassen. Und das ist gerade, wenn man hier sowas Neues lernt, wie Dachfenster, manchmal einfacher, einfach die Dächer so platzieren zu können. Und sie haben schon direkt die richtige Höhe für die Kästchen, die ich gesetzt habe. Genau, und jetzt, wenn ich das Dach dann darauf setzen möchte, wähle ich am Anfang erstmal das Giebeldach und setze das jetzt hier auf meine zweite Etage und ziehe es dann auch bis zum Ende einmal durch, dass wir hier ein durchgehendes Dach haben. Und dann seht ihr hier, wenn ich auf das Dach draufklicke, habe ich hier so kleine Pfeile. Und wir haben hier an den Ecken unten am Dach so kleine Halbpfeile, also wo nur so die Spitze vom Pfeil da ist. Und wenn ich da draufklicke und das Richtung Dach bewege, ist jetzt hier der Teil weg, wo das Dach übergestanden hat. Und dann wähle ich als nächstes ein halbes Giebeldach. Und mache hier ebenfalls, klicke hier auf die Pfeile hier an der Seite. Und ziehe hier damit den überstehenden Teil vom Dach ein. Und mache das außerdem auch hier bei diesen Pfeilen jeweils. Sodass auch hier der überstehende Teil verschwindet. Und jetzt platziere ich dieses Dach so, wo ich am Ende das Glasdachelement haben möchte. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier den Teil und dann kann ich es, wenn ich hier drauf klicke, zum Beispiel kopieren und auch nochmal hier hinsetzen. Hier habe ich ja auch so zwei Glasdachelemente. Und das Glasdach mache ich jetzt, indem ich hier auf Dachmuster klicke und dann hier zum Beispiel hier diese Dachtextur auswähle. Das ist ein Glasdach oder ich könnte auch hier dieses andere Muster auswählen. Also wir haben da ja ein paar im Spiel oder auch ein komplettes Glasdach, wo gar kein Muster da ist. Wobei ich finde, manchmal sieht man gar nicht so sehr, dass da wirklich Glas ist. Es sieht einfach aus, als würde da das Dach fehlen. Deswegen finde ich eigentlich hier diese Dachmuster, die so ein bisschen Textur haben, manchmal sogar besser.
Genau, und die platziere ich jetzt hier. Und jetzt muss ich ja noch, jetzt habe ich hier den Teil da drüber gebaut und die Glasdächer. Jetzt muss ich ja hier dieses Gerüst drumherum noch bauen. Und dafür platziere ich jetzt nochmal ein Giebeldach und zwar jetzt hier an der Seite. Genau, es steht jetzt hier im Moment noch über. Das ziehe ich dann hier noch ein Stück rein. Und das kann ich einmal so lassen, aber wenn ich möchte, dass mein Glasdach ein bisschen größer ist, klicke ich hier drauf und klicke hier auf diesen Pfeil und klicke gleichzeitig noch auf Shift auf meiner Tastatur. Und dann habe ich jetzt damit den Teil vom Dach, der hier übergestanden hat, noch so ein bisschen zurückgezogen. Also ich zeige euch nochmal, wie es vorher ausgesehen hat. Seht ihr hier, die Wand ist da hinten und hier der Teil steht jetzt so ein bisschen über. Genauso wie jetzt hier auf der Seite auch so ein bisschen ein Teil übersteht. Aber hier auf der Seite möchte ich das behalten. Und wenn ich auf Shift drücke auf der Tastatur, kann ich damit beeinflussen, dass es nur auf einer Seite verschoben wird. Wenn ich nicht auf Shift drücke, seht ihr hier, verschiebt es sich auf beiden Seiten. Und wenn ich auf Shift drücke, kann ich es auf nur einer Seite verschieben. Genau, aber was ich halt letztendlich möchte, ist, dass ich hier nur an einer Seite das so ein bisschen reingezogen habe, um das Fenster größer zu machen. Das gleiche mache ich jetzt auf dieser Seite spiegelverkehrt. Also ich platziere hier wieder ein Dach und passe das auf die richtige Größe an. Dann drücke ich auf Shift auf der Tastatur und ziehe hier den Teil noch so ein bisschen zurück, um das Fenster größer zu machen. Und dann hier in der Mitte platziere ich auch noch ein Dach. Platziere das, dass es die richtige Größe hat. Und dann gehe ich hier auf diesen Pfeil und drücke aber nicht auf Shift, weil ja hier das Teil in der Mitte ist und ich das auf beiden Seiten hier von dem Fenster wegziehen möchte. Genau, und damit habe ich schon mal hier den Teil vom Dach dann geschafft. Was ja jetzt noch fehlt, ist hier der untere Teil unter den Fenstern. Und dafür gehe ich eine Etage runter und entferne hier mal die Wände. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man dafür, also die Wände könnt ihr immer hier einblenden und ausblenden. Hierfür ist es außerdem praktisch, wenn ihr das Gitter aktiviert habt. Das Gitter kann man mit G auf der Tastatur aktivieren und wieder deaktivieren. Und dann nehme ich hier nochmal ein halbes Giebeldach und dann platziere ich das nur hier auf das letzte Kästchen von diesen drei Kästchen, die ich hier freigelassen habe für das Dach. Nur hier auf das letzte und ziehe es dann hier so rüber, dass es die richtige Größe hat für dieses letzte Kästchen. Genau, ich kann jetzt hier auch das Dach wieder einblenden und ziehe das Dach dann hier rüber, also die ganze Strecke hier vom Dach rüber. Und dann gehe ich wieder auf Shift auf der Tastatur und diesmal ziehe ich hier den oberen Teil vom Dach, der überlappt, runter. Genau, jetzt sieht das ja schon sehr ähnlich aus zu dem hier. Wir haben nur noch einen Teil, der fehlt oder der noch nicht richtig ist. Und zwar, ihr seht hier, das Glasdach blendet so ein bisschen mit dem normalen Dach ein. Was man machen kann, um das zu verhindern und um das halt wieder zu korrigieren, ist, wenn ich hier nochmal auf das Glasdach klicke, das ein bisschen abzusenken und ein bisschen tiefer zu legen. Das Ding ist, wenn ich das einfach nur so mache, habe ich hier eine ziemlich große Lücke. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück. Wenn ich aber gleichzeitig auf der Tastatur auf Alt drücke und Alt gedrückt halte, kann ich so ein bisschen gradueller absenken. Also ich zeige euch das hier, hat man so feste Positionen, auf die das Dach sich setzen kann, wenn man kein Alt festhält auf der Tastatur, wenn man Alt nicht gedrückt hält. Und wenn ich Alt gedrückt halte, kann ich es so ganz graduell wählen. Und da kann ich es halt wirklich nur so ein ganz klein bisschen niedriger machen. Aber ihr seht hier, das hilft schon, dass es nicht mehr so überlappt mit meinem normalen Dach. Das mache ich jetzt hier auch auf der Seite. Genau. Und auf der anderen Seite vom Haus könnt ihr entweder genau das gleiche machen oder wenn ihr auf der anderen Seite keine Dachfenster haben möchtet, könnt ihr auch einfach ein großes Giebeldach platzieren und das einmal komplett hier rüberziehen und dann habt ihr ein Haus, wo halt nur auf der einen Seite vom Haus Dachfenster sind. Genau. Und dann könnt ihr natürlich für hier das Dach auch noch eine andere Dachtextur wählen und irgendwas nehmen, was euch gefällt. Ich glaube, hier hatte ich jetzt hier diese Dachtextur genommen. Aber ihr könnt das natürlich machen, wie ihr möchtet. Und dann, was häufig auch noch hilft, dass es besser aussieht, ist, wenn man hier auf die Dachleisten geht und eine der etwas schmäleren Dachleisten aussucht. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier die in diesem Grau und ich platziere die jetzt hier mal an diesem Dach überall.
Genau, weil ihr jetzt hier seht, dass das Fenster hier noch wie so einen kleinen Rahmen bekommen hat. Wenn ich jetzt hier eine andere Farbe wählen würde, seht ihr es vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Seht ihr hier, dann wäre es halt ein roter Fensterrahmen, der hier durch diesen Dachrahmen auch entstanden wäre. Aber ich nehme jetzt hier mal den grauen, weil ich das ein bisschen hübscher finde. Genau, aber ihr seht hier, so baut man ein Dachfenster. Das ist am Anfang manchmal so was, wo man so ein bisschen rumprobieren muss. Ich musste das selber, glaube ich, so ein, zweimal machen, bevor ich den Dreh wirklich raus hatte. Aber wenn man es mal gemacht hat, ist es wirklich nicht furchtbar kompliziert. Es ist wirklich was, wo man schnell ein Gefühl für bekommt. Und wenn man das mal kann, kann man dann natürlich auch Sachen bauen, die ein bisschen komplizierter sind, die ein bisschen komplexer sind. Aber es ist manchmal ganz gut, mit den Basics, mit den einfachen Sachen anzufangen. Wie gesagt, es kommen in den nächsten Wochen noch weitere Tutorials dazu. Auf jeden Fall ein weiteres Tutorial, weil ich euch da offene Dachfenster zeige, also wo hier das Dach offen ist. Hier im Moment, also das Fenster. Im Moment ist das Fenster ja hier geschlossen. Ich zeige euch auch welche, die geöffnet sind. Und ja, ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne den Kanal, um noch mehr Tutorials zu sehen. Ich verlinke euch jetzt auch hier in der rechten oberen Ecke eine ganze Playlist mit Tutorials, die ich gemacht habe. Das sind inzwischen wirklich einige. Wenn ihr noch Fragen habt, noch Sachen, die ihr in anderen Tutorials sehen möchtet, könnt ihr gerne mal in die Playlist gucken. Wahrscheinlich habe ich schon ein Tutorial dazu gemacht, weil ich habe inzwischen zu den meisten Sachen Tutorials gemacht. Aber sollte ich noch kein Tutorial dazu gemacht haben, lasst es mir gerne in einem Kommentar da. Dann kann ich vielleicht in Zukunft ein Tutorial dazu machen. Und genau, dann hoffe ich, das war hilfreich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!